Stimmungsschwankungen, Stress, Ermüdung? Du weißt gar nicht so richtig, wo das herkommt. Wusstest du, dass Digital Overload eine Riesenrolle dabei spielt, wie gestresst du bist und wie viel Energie du hast? Du weißt nicht, was das bedeutet, verbringst aber extrem viel Zeit vor dem Rechner, vor deinem Handy, vor dem Laptop und all das stresst deinen Körper und vor allem dein Nervensystem, dein Gehirn. Und keine Angst, ich sage dir jetzt nicht, leg das Handy weg, im Gegenteil, ich zeige dir, wie du mit ganz einfachen Übungen deinem Körper etwas Gutes tun kannst und dich wohler fühlen kannst und vor allem wieder mehr Energie hast. Mein Name ist Luise Walter und ich bin Expertin für neurozentriertes Training und zeige dir, wie du ganz nebenbei mehr Energie bekommen kannst. Stell dich aufrecht hin und achte darauf, dass deine Knie nicht verriegelt sind, das heißt, dass sie ganz locker sind. Atme dann entspannt durch die Nase tief ein und aus. Ich habe mir für die Übung den Atemgürtel umgemacht, einfach weil ich dadurch ein bisschen fokussierter in den Bauch atme und dadurch die ganze Übung nochmal etwas mehr entspannend auf mich wirkt. Das kannst du machen, musst du aber nicht machen, ist aber tatsächlich eine sehr einfache Möglichkeit. Atme dann entspannt nochmal tief durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Du beginnst jetzt mit der Seufzeratmung. Das heißt, du atmest einmal maximal durch die Nase ein, ziehst noch zweimal nach und atmest dann durch den geöffneten Mund maximal wieder aus. Also nochmal, maximal ein, zweimal nachziehen und aus. Falls dir das einfacher fällt, kannst du auch dafür nochmal ein Hilfsmittel nehmen, sogenannter Relaxator. Der macht die Ausatmung ein bisschen anstrengender, dadurch aber auch nochmal etwas effektiver. Das heißt, du atmest maximal durch die Nase ein, zweimal nachziehen und dann durch den Relaxator aus. Du gehst dann auf eine leichte Mobilisation zunächst von der Halswirbelsäule über. Das heißt, du drückst beide Handflächen vor dem Oberkörper gegeneinander, atmest tief ein und mit der Ausatmung rotierst du nur Augen und Kopf zur Seite. Kommst mit der Einatmung zur Mitte zurück und rotierst mit der Ausatmung Augen und Kopf wieder zur Seite. Komm mit der Einatmung zur Mitte zurück und das Ganze nochmal. Mit der Ausatmung in die Rotation, mit der Einatmung zur Mitte zurück und mit der Ausatmung in die Rotation, mit der Einatmung wieder zur Mitte zurück. Jetzt ziehst du beide Arme auseinander. Achte darauf, dass deine Wirbelsäule schön gerade bleibt und die Arme idealerweise parallel zum Boden sind. Atme tief ein. Mit der Ausatmung rotierst du wieder Kopf und Augen zur Seite. Komm mit der Einatmung zur Mitte zurück, rotiere mit der Ausatmung Kopf und Augen zur Seite, komm mit der Einatmung zur Mitte zurück und nochmal mit der Ausatmung in die Rotation. Mit der Einatmung kommt der Kopf zur Mitte zurück und mit der Ausatmung in die Rotation. Mit der Einatmung kommst du zur Mitte zurück. Atme dann entspannt wieder durch die Nase tief ein. Und wieder aus. Nimm dann die Handflächen wieder mit Druck vor den Oberkörper. Atme wieder tief durch die Nase ein. Und mit der Ausatmung rotierst du jetzt nur deine Arme. Kommst mit der Einatmung zur Mitte zurück. Mit der Ausatmung rotierst du. Kommst mit der Einatmung zur Mitte zurück. Und nochmal. Ausatmung in die Rotation, Einatmung zur Mitte zurück, mit der Ausatmung gehst du in die Rotation, mit der Einatmung zur Mitte zurück. Ziehe beide Hände auseinander. Du kannst gegebenenfalls die Position nochmal anpassen, sodass es sich für dich angenehm anfühlt. Atme wieder tief durch die Nase ein
Und mit der Ausatmung gehst du in die Rotation. Augen und Kopf bleiben vorne. Komm mit der Einatmung zur Mitte zurück. Ausatmung, geh in die Rotation. Komm mit der Einatmung langsam zur Mitte zurück. Und noch einmal. Ausatmung in die Rotation. Komm mit der Einatmung zur Mitte zurück. Und mit der Ausatmung in die Rotation. Einatmung zur Mitte zurück. Schüttel hier wieder Arme locker aus. Atme noch zweimal bewusst durch die Nase tief ein und durch die Nase wieder aus. Noch einmal durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Wir gehen jetzt zur Beckenmobilisation über. Das heißt, achte ruhig bei der Atmung nochmal bewusst darauf, schön tief in den Bauchraum zu atmen. Mit dem Atemgürtel ist es deutlich leichter. Und dann stellst du dich ein bisschen breiter hin und gehst leicht in die Knie. Du nimmst also die Spannung heraus aus den Knien. Achte darauf, dass deine Wirbelsäule schön gerade bleibt. Und jetzt fängst du ganz langsam einen geringen Bewegungsumfang an, dein Becken nach hinten und nach vorne zu kippen. Dabei achtest du darauf, dass du einmal dein Schambein leicht nach vorne zum Bauchnabel ziehst und danach ganz leicht nach hinten ins Hohlkreuz kippst. Und wenn sich die Bewegung angenehm anfühlt, versuchst du den Bewegungsumfang Stück für Stück größer werden zu lassen. Also maximal Schambein zum Bauchnabel ziehen, maximal nach hinten ins Hohlkreuz zu kippen. Wenn dir die Bewegung zu einfach ist und du das Gefühl hast, da geht noch ein bisschen mehr, kannst du deine Füße nach außen rotieren, ein bisschen tiefer in die Kniebeuge gehen und machst die Bewegung nochmal. Schambein kippt zum Bauchnabel und kippt langsam nach hinten ins Hohlkreuz. Versuchst die Bewegung langsam und gleichmäßig stattfinden zu lassen und achtest darauf, dass die Wirbelsäule schön gerade bleibt und die Bewegung wirklich aus dem Becken kommt. Du gehst auch hier nochmal in die gegengesetzte Position, rotierst also die Füße nach innen und auch hier nochmal Schambein zum Bauchnabel und nach hinten ins Hohlkreuz. Wirbelsäule bleibt gerade, führ die Bewegung nur einen Bewegungsumfang aus, der für dich angenehm ist. Rotier also die Beine nur so weit nach innen, wie das für dich angenehm ist. Und achte dann darauf, Schambein zieht zum Bauchnabel und kippt langsam nach hinten ins Hohlkreuz. Achte auf eine gleichmäßige Atmung, bewusst in den Bauchraum. Komm dann langsam zur Mitte zurück. Mach noch zwei Wiederholungen in der neutralen Position. Du merkst jetzt vielleicht, dass jetzt deutlich mehr Bewegungsfreiraum quasi freigegeben wurde. Komm zur neutralen Position zurück und atme nochmal entspannt tief durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Und wie fühlst du dich jetzt? Merkst du die Entspannung in deinem ganzen Körper? Wenn dir die Übungen gut getan haben, speichere dir das Video gerne und komm immer wieder, wenn du merkst, die Anspannung steigt auf, zu dem Video zurück. Du kannst die Übungen so oft machen, wie du möchtest. Achte dabei darauf, dass du sie ruhig und bewusst machst und bewusst vor allem die Entspannung wahrnimmst. Auf arztneuro.com findest du mehr Informationen über neurozentriertes Training. Schau gern mal vorbei.